Es gibt mal wieder French Toast. Das ist mittlerweile zu meinem Standardfrühstück geworden. Und ich muss mich jetzt mal fertig machen. So, wie ihr seht, bin ich fertig und jetzt muss ich dringend drehen, denn ich bin schon mega unter Zeitdruck und ich muss eigentlich gleich nochmal zu DM was umtauschen, was ich falsch gekauft habe und ich glaube, das wird alles viel zu knapp. Aber ja, jetzt wird erstmal gedreht. So, ich bin wieder zu Hause. Ich war an der Uni und habe gelernt. Es ist leider überhaupt nichts Spannendes passiert, was ich hätte vloggen können. Geht mir auch heute irgendwie nicht so gut. Ich bin total fertig. Ich bin seit Wochen richtig übermüdet. Ich habe für gar nichts Zeit. Ich äußere das nicht gerne in Videos. Und ich äußere das generell nicht gerne, aber momentan bin ich einfach wirklich ein bisschen überlastet. Mir ist momentan einfach alles ein bisschen zu viel und mir macht das Vloggen wirklich Spaß und mir macht auch YouTube generell Spaß, deswegen möchte ich irgendwie mich nicht darüber beschweren. Aber es ist, wenn man es realistisch betrachtet, momentan einfach zu viel. Wir ziehen das jetzt noch durch bis Weihnachten, wie wir angekündigt haben. Also es gibt auf jeden Fall 4 Videos pro Woche. Aber ich glaube, danach muss ich mal ein ganzes Stück zurücktreten, was YouTube angeht, weil ich sonst einfach mit allem nicht mehr hinterherkomme. Wie ihr wisst, befinde ich mich ja in der Examensvorbereitung und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja, bisher ist wie gesagt nichts Spannendes passiert. Ich habe gerade noch mit Leonie geskypt. Ich war kurz bei DM und habe was umgetauscht. Ich habe ein bisschen was gegessen, aber nur eine Brezel, weil es noch nicht so spannend. Ich habe mir Matcha-Latte gemacht, weil es ja bei DM jetzt neuerdings diesen Matcha-Tee gibt. Also so pürierten Grüntee quasi oder gemahlenen Grüntee. Und ich trinke das total gerne, aber habe das halt noch nie so selber gekauft. Ich habe das immer bisher nur im Café getrunken oder so. Und ich liebe den Geschmack von Matcha und dachte, ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Also es schmeckt natürlich super, aber es ist nur 1 Gramm pro Beutel drin in dieser Packung. Es sind 5 Beutel drin, das heißt 5 Gramm und es kostet 5 Euro. Und natürlich ist Matcha generell teuer, aber das finde ich echt, wow, richtig teuer. Also ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt regelmäßig kaufen würde für den Preis. Aber er hat mir sehr gut geschmeckt. Und jetzt werde ich den ganzen Abend nur schneiden. Es wird überhaupt nichts passieren, es tut mir leid. Heute mal ein sehr kurzer und sehr unbedeutsamer Vlog von mir. Guten Morgen, es ist Freitag und ich habe die ganze Woche noch nichts gevloggt. Shame on me. Bin einfach nicht dazu gekommen irgendwie und ich dachte auch, ich hebe mir die Vlog-Tage fürs Wochenende auf. Ich habe Deutsch, Französisch, Spanisch einen Besuch. Ich habe eine Freundin aus Granada da und ich habe eine Freundin aus Aix-en-Provence da, die beide mit mir eigentlich in Köln studieren. Und jetzt machen wir uns gerade fertig, gehen dann frühstücken, gucken uns dann die Stadt an, gehen ein bisschen shoppen und gehen dann noch essen. Also ein Tag nach meinem Geschmack. So, es ist inzwischen 14.30 Uhr. 14.30 Uhr und wir sind jetzt unterwegs. Wow. Und erste Station, wie immer, Plaza de España. Wir sind im Parque Maria Luisa angekommen. Es ist wie immer sehr schön hier. Wir haben uns gerade voll Touri-mäßig dazu entschlossen, so ein Miniboot zu rudern. Mietboot zu rudern. Pass auf! Ja! Wir haben 17,5 Minuten Zeit für eine Tour. Also falls ihr mal am Plaza de España seid, genießt euch so ein Boot für 35 Minuten. Richtig cool, macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn die Sonne schön scheint.
Irgendwie ist er völlig fehl am Platz, aber schön. Gerade ein bisschen emotional, weil ich so bald weggehe und es ist immer so schön hier. Wir waren gerade oben auf La Seta, also auf der Holzkonstruktion, die ich ja eigentlich so furchtbar hässlich finde. Aber meine Meinung hat sich komplett geändert. Es war einfach so unglaublich schön da oben. Wir waren perfekt zum Sonnenuntergang oben, also Punkt 18 Uhr. Und es war so unglaublich schön. Also ich war echt hin und weg. Wir waren gerade indisch essen, wir haben über Groupon so einen Gutschein bekommen für indisches Buffet und wir sind alle pappsatt und sind wir gerade auf dem Heimweg und wollen alle nur noch auf die Couch und ich glaube, ich beende den Vlog an dieser Stelle, weil wahrscheinlich nichts Spannendes mehr passieren wird, außer vier Mädels auf der Couch, die sich irgendeinen Schnulze reinziehen. Nee, keine Schnulze bitte, kommt von der linken, doch, kommt von der rechten. Naja, jedenfalls wird nicht mehr viel Spannendes passieren, deshalb war's das für heute und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, es ist Sonntagmorgen, relativ früh und meine Freundin fährt heute wieder zurück nach Frankreich. Deshalb sind wir ziemlich früh aufgestanden, weil wir jetzt gleich zum Flughafen müssen. Wir machen uns jetzt vorher noch was zum Frühstück und zusätzlich zum normalen Frühstück holen wir uns dann noch Churros auf dem Weg. Fertig gemacht bin ich schon einigermaßen für Sonntagsverhältnisse fertig gemacht. Und ja, ich nehme euch noch mal ein bisschen mit. So, Zeit für Abschied. Wir warten jetzt auf den Bus, der hoffentlich gleich kommt und uns zum Flughafen fährt. Sonst haben wir Sonst laufen wir. Vermutlich eher nicht, sonst nehmen wir ein Taxi. Oh, ich bin schon wieder fertig. Das ist mein Schaf. Heute gepuzzelt. So, meine Freundin ist wieder gefahren bzw. geflogen. Ich habe sie gerade weggebracht und bin gerade heimgekommen. Wir hatten ein super schönes Wochenende, mir hat es total gefallen. Es ist immer so schön, wenn Freundinnen hier sind und man die Stadt und die Eindrücke, die man hier gewinnt, so mit anderen teilen kann und vor allen Dingen mit Leuten teilen kann, die man eben gern hat und vermisst. Und deshalb hatte ich ein super schönes Wochenende. Wir haben uns gestern noch das Schloss oder die Burg angeschaut in Sevilla, da war es auch super schön und da bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Thank you.
Und dann haben wir uns noch einen Kaffee geholt und uns in die Sonne gesetzt und abends waren wir noch ganz entspannt Tapas essen. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt geht der Alltag weiter. Ich muss heute 3 Videos schneiden, inklusive dem Vlog. Der muss ja heute auch noch online. Und deshalb mache ich mich jetzt mal an die Arbeit. Und ich wollte euch nur Tschüss sagen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, obwohl er vielleicht ein bisschen kürzer war als die sonstigen Vlogs. Lena ist nicht so unbedingt zum Filmen gekommen diese Woche, aus diversen Gründen. Und deshalb war er ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Das ist eigentlich das, was ich so schätze an unserem Kanal. Wenn ich mal Sachen nicht so richtig auf die Reihe kriege, dann springt Lena für mich ein und umgekehrt. Deshalb habe ich so ein bisschen übernommen diese Woche und ich bin mir sicher, dass die nächste Woche wieder mehr zu sehen sein wird. Dementsprechend hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke euch hier am Ende unsere Vlog-Playlist, da könnt ihr alle anderen Vlogs sehen. Und nebendran verlinke ich euch unser letztes gemeinsames Video, das war unser 100.000 Abonnenten-Special. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag und wir sehen uns morgen schon wieder.